Ein Sieg. Wie schwer war es denn heute über 60 Minuten die Konzentration aufrechtzuerhalten? Ja, das war schon nicht ganz einfach. Ich denke, man hat es auch im Spielverlauf gesehen. Wir haben hinten super gestanden. Mit 7 Toren können wir sichtlich zufrieden sein. Haben dann vorne natürlich das eine oder andere Tor eben liegen lassen. Und von daher freuen wir uns aber über einen deutlichen Sieg. Das war jetzt so ein Pendant zu gestern natürlich nochmal ein Unterschied mit der Spielweise von China. Aber ich denke, wir haben uns da so ein bisschen reingefuchst und einen deutlichen Sieg gefahren. Und das war ganz wichtig heute. Bundestrainer hat auch rotiert, so konnten doch einige Spieler auch Kräfte sparen. Genau so ist es. So ein Spiel muss man dann auch nutzen, um andere Konstellationen eben mal zu testen. Und ich denke, das haben wir heute gemacht. Wir konnten ein paar Spieler schonen oder auch einigen Spielern, die vielleicht die letzten Spiele viel gespielt haben, dann ein bisschen Pause gönnen. Und das ist auch wichtig für so ein Turnier. Wie siehst du die Begegnung gegen Holland? Spannend. Es geht definitiv um den Gruppensieg und den wollen wir erlangen. Das ist ein ganz klares Ziel und von daher zählt für Freitag nur ein Sieg. Da könnten deine Tempo-Gegenstöße auch sehr wichtig werden. Das hoffe ich natürlich, dass ich mit meiner Stärke mich der Mannschaft helfen kann. Und wir freuen uns auf Freitag, definitiv. Ja? Danke, wir freuen uns auch. Viel Erfolg. Danke, Lone. Ja, mache ich. Ja, hiermit grüße ich aus Leipzig, ganz Buxtehude und danke fürs viele Daumen drücken. Danke, alles Gute.